Sehr schön. Martin ist schon auf der Bühne. Komm, lass uns die, du wirst dich ja gleich nochmal vorstellen, aber lass uns mal mit der Mär aufhören, dass SAP, die BTP-Plattform, nichts für Advanced Analytics-Anwendungen ist oder noch nicht so weit ist, weil die Use Cases, die ihr vorbereitet habt, die sprechen definitiv eine andere Sprache. Ne? Ja. Super. Also es wird auch nochmal ein hybrider Vortrag, das heißt, Martin startet und unser Kollege, der Laurin Janssen, kommt dann auch wieder per Teams dazu. Ich drücke die Daumen und wir sind aber online und remote auch soweit ready, habe ich verstanden. Super. Martin. Sehr schön. Ja, auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Martin Böckling und ich arbeite im Produktmanagement von SAP Data Intelligence. Und Laurin, der eben auch einen Use Case vorstellt, eben aus dem Bereich von Infomotion, schaltet sich dann eben virtuell zu und präsentiert dort eben einen Use Case, den er eben bei sich in seiner Firma in der Infomotion eben auch umgesetzt hatte. Und grundsätzlich, wenn wir mit Advanced Analytics umgehen, beziehungsweise auch mit textuellen Informationen arbeiten, haben wir meistens immer eine Ausgangssituation, wo wir ganz viele verschiedene Bereiche haben, ganz viele verschiedene Daten verteilt. Wir wissen noch gar nicht so wirklich, wie wir tatsächlich daraus das Ganze strukturieren können. Und das ist grundsätzlich auch das, was wir erreichen wollen, denn diese einzelnen Bereiche, die vorher noch getrennt waren, wollen wir eben zu einer Datenbasis zusammenführen, beziehungsweise zu einem zusammenhängenden Bild zusammenführen, um am Ende des Tages für den Mitarbeiter auch tatsächlich Erkenntnisse herauszuziehen aus diesen Daten. Und den Use Case, den wir eben auch bei der SAP betrachtet haben, ist die sogenannte SAP Community. Und da hat ja auch der Matthias heute Morgen nochmal einige Sachen vorgestellt, beziehungsweise auch dazu aufgefordert, diese zu nutzen. Und wir standen dort genau vor einem gleichen Problem, denn wir hatten Fragen, die zum Produkt SAP Data Intelligence reinkamen. Aber wir haben eigentlich diese Daten, die eben in verschiedenen Fragen kategorisiert waren, nicht wirklich genutzt und für uns nicht wirklich Erkenntnisse halt dafür herausgezogen. Und dabei haben wir uns dann eine Struktur der Fragen jeweils angeschaut und einfach, um das mal so ein bisschen zu überziehen, welche Daten wir denn eigentlich von so einer Webseite beziehungsweise auch von so einer Frage heraus extrahieren könnten in der Theorie. Wir haben zum Beispiel einen Usernamen, wir haben die Zeit, wann diese Frage kreiert wurde, wir haben zum Beispiel den Titel, den jemand für sich herausgezogen hat. Und dann haben wir eben auch den eigentlichen Content der Frage, wo wir eben den User haben, der seine Frage, die er eben an dem Produkt hat, eben auch nochmal in der Community stellt. Und hinzu kommt eben, dass wir noch verschiedene Tags bzw. Kategorien haben, die der User eben herausbilden kann oder auch taggen kann, um eben zu erleichtern, in welchem Bereich diese Frage auch wirklich beantwortet werden sollte. Und was die SAP-Community eben auch noch bietet, gerade wenn jemand auf der Suche nach einer Problemstellung ist, dass man eben dann, wenn die Frage das nicht ganz beantwortet, eben auch tatsächlich noch die ähnlichen Fragen hat. Und all das sind natürlich Datenbereiche, die wir nutzen könnten und wo wir von den einzelnen Fragen, die wir haben, erstmal auch tatsächlich das gemeinsam nutzen können. Und da haben wir eben bei uns eine folgende Struktur im Endeffekt aufgebaut, wo wir die Community-Fragen an und für sich nehmen und dort einzelne Inhalte rausnehmen, die uns interessieren. Wenn wir uns zurückschauen zu den Fragen, die Zeit, wann genau das eben gemacht wurde, beziehungsweise auch von wem die Frage kam, ist eigentlich gar nicht interessant, sondern das eigentliche Interessante ist im Endeffekt der Content, also das, was der User in seiner Frage wirklich beschreibt. Und es kann von einem Satz bis unendlich viele Sätze gehen. Das heißt, wenn ich mir das quasi anschaue, kann ich im Endeffekt nicht das Ganze gut zusammenfassen, was ja eigentlich für uns interessant ist. Was wir dort eben gemacht haben, war eine sogenannte Keyword Extraction, auf die wir dann auch nochmal eingehen, zu performen und dort die 5 wichtigsten Wörter, die in der gesamten Frage kamen, eben auch automatisch heraus zu extrahieren. Und für die Visualisierung, die wir dann auch uns nochmal anschauen, haben wir uns natürlich verschiedene Fragenattribute rausgesucht, die für uns interessant sind, um zu schauen, welche Produkte denn zum Beispiel im Großen und Ganzen noch zum Beispiel mit anderen genutzt wird. Und bei der Keyword-Extraktion gehe ich auch nochmal auf die einzelnen Bestandteile ein, aber was für uns als Mensch relativ intuitiv ist, wo wir als Mensch über eine Frage gehen könnten und sagen könnten, das ist das Thema, beziehungsweise das sind die 5 wichtigsten Wörter, ist für einen Computer beziehungsweise für ein automatisiertes Verfahren unglaublich schwierig. Denn was sind grundsätzlich die wichtigsten Wörter in einem Text?
Und eine Basis dafür ist eben ein sogenanntes Transformer-Modell, was wir uns dann auch nochmal ansehen, was eben auch in die Deep-Learning-Technik reingeht, wo es eben dann auch nochmal darum geht, die wichtigsten Wörter zu identifizieren. Und die restlichen drei Bereiche sind eben dann vor allen Dingen interessant, wenn es darum geht, das Ganze für eine Maschine verständlich zu machen, das heißt eine Nummerrepräsentation für die Maschine zu erstellen und dann eben auch zu schauen, was denn die jeweilig wichtigsten Wörter sind. Wenn wir uns den ersten Schritt anschauen, wenn es nämlich darum geht, das Transformer-Modell sich anzuschauen, dann sehen wir dort eben, dass es ein Modell ist, was gerade ab den 2019er Jahren, also vor ungefähr 3 Jahren, erst so wirklich rauskam. Und zwar war das ein Research, das von Google kam und die ganzen Namensanlegungen kamen auch tatsächlich von der Sesamstraße. Also das erste Modell hieß zum Beispiel Bert, das zweite hieß Elmo und all das ist im Endeffekt auf einer Technik basierend, die sogenannte Self-Attention. Und was macht die Self-Attention? Die Self-Attention macht genau das, was eigentlich wir Menschen in unserem Gehirn machen. Es schaut im Endeffekt, wie die Wörter in einem Zusammenhang stehen. Das bedeutet, wenn wir uns das Wort cool zum Beispiel ansehen und das zum Beispiel vergleichen, dann würden wir intuitiv als Mensch natürlich sagen, das bezieht sich klar auf Thing oder eben auf die Community Analysis oder auf die beiden Wörter Community Analysis. Und das ist eben ein mathematisches Verfahren beziehungsweise ein Verfahren, was auch standardisiert in Modellen direkt implementiert ist, wo ich eben als User direkt diese Modellierung herausstellen kann. Und was ich dann eben habe, ist, dass diese Self-Attention in ganz vielen kleinen neuronalen Netzwerken im Endeffekt abläuft und ich dadurch am Ende quasi diesen Text, der erstmal strukturiert vorhanden ist, eben tatsächlich in eine Vektorrepräsentation packe, also Nummern daraus extrahiere, die, wenn ich mir sie anschaue, eine semantische Ähnlichkeit zwischen den Wörtern modelliert. Das bedeutet, diese Abhängigkeiten, die ich hier so ein bisschen aufgemalt habe, ist eben in dieser Vektorrepräsentation klar mit drin unterschieden. Das bedeutet zum Beispiel Wörter, die sehr semantisch ähnlich sind, stehen dort auch eben ganz nah in diesem Vektorraum beieinander. Und wenn ich das Ganze dann eben auch mit 2 verschiedenen Sätzen habe, zum Beispiel Community Analysis is good und Community Analysis is necessary, geht es jetzt natürlich darum, wie kann ich jetzt daraus Keywords extrahieren? Weil es jetzt natürlich so ist, dass ich einen Text habe, einen sehr langen Text, und da möchte ich jetzt natürlich auch die jeweiligen Wörter daraus extrahieren. Und die Idee dahinter ist, dass wir sogenannte Unigrams bzw. Bigrams haben. Das ist ein sehr technischer Begriff, aber das Einzige, was es macht, ist im Endeffekt, es gibt ein Sliding Window, der geht über den gesamten Text drüber und schaut, wie häufig kommt ein Wort bzw. ein Wortpaar vor. Das heißt, bei einem Unigram schauen wir uns nur die einzelnen Wörter an, zum Beispiel Community, Analysis, is und good. Und im zweiten Satz sehen wir, der einzige Unterschied ist quasi das Wort necessary. Das heißt, quasi dort wird dann auch nochmal geschaut, dass dieses Wort eben dort auch noch mit reinkommt als Keyword. Und das Ganze beim Bigram ist anders. Dort haben wir dann einfach Wortgruppen. Das bedeutet, wir haben dann einfach 2 verschiedene Wörter, die dort zusammengefasst werden. Das heißt, Community Analysis steht beieinander, gehört dann eben auch zusammen und Analysis is wird dann eben auch zusammengefasst, da die eben auch beieinander stehen. Und von dieser Ausgangsbasis haben wir jetzt quasi die Frage an und für sich und auch die Keywords eben tatsächlich extrahiert. Und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze das für das Modell verständlich zu machen. Und dort kommt eben das Transformer-Modell ins Spiel. Denn wir holen jetzt quasi für all die Keywords, die in einer Frage extrahiert wurden, also alle Wörter, je nach Gruppe, die wir definiert haben, wird jetzt eben in eine Vektorrepräsentation extrahiert und dann haben wir eben auch noch die Frage, die in eine Vektorrepräsentation extrahiert wird. Und jetzt kommt der eigentliche Kernpunkt, weswegen diese Keyword Extraction so gut auch funktioniert und dort auch sehr gute Resultate aus den manchmal sehr langen Fragen, aber auch manchmal sehr kurzen Fragen rauskommt. Jetzt wird eben die Frage mit dem jeweiligen Keyword verglichen. Das bedeutet, ein Keyword, das am besten semantisch diese Frage erklären kann und dadurch sehr ähnlich zu der Ursprungsfrage ist, wird als sehr wichtig eingestuft. Und dadurch bekommen wir eben eine Struktur heraus, wo zum Beispiel hier dann eben ganz klar extrahiert wird, dass zum Beispiel Community Analysis ein wichtiges Keyword oder eine wichtige Gruppe ist, aber genauso das Wort oder das Wort Paar ist gut. Und somit haben wir dieses Problem, was für einen Menschen relativ einfach ist, eben durch die Einbindung von Standardtechnologien und eben auch von Sachen, die öffentlich verfügbar sind, relativ gut auch tatsächlich extrahiert.
Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, jetzt haben wir diese Keywords extrahiert, aber wie können wir denn mit dieser Analyse überhaupt weiter fortfahren und wie können wir das für den einzelnen Mitarbeiter, der sich jetzt nicht mit den technischen Details auseinandersetzen möchte, wie können wir das Ganze auch tatsächlich für ihn visuell machen? Und was wir dort in unserem Team implementiert haben, war, dass wir ein Dashboard gebaut haben auf SAC-Basis. Dort haben wir quasi verschiedene Teilbereiche uns angeschaut. Wir haben zum einen Teilbereich, der eine generelle Analyse von Fragen mit den verschiedenen Tags und Keywords aufzeigt. Das bedeutet, wir sehen, welche Themenbereiche bei den Fragen überall aufkommen, die eben zu dem Produkt auch einkategorisiert sind. Wir haben eine tabellarische Übersicht, falls jemand sich eben nochmal eine generelle Übersicht zu der jeweiligen Frage sich auch anschauen möchte mit dem jeweiligen Link zu der Frage, wenn er sagen möchte, er findet die Frage wichtig und möchte die jetzt eben auch beantworten. Und wir haben eine sogenannte Netzwerkverbindung, die eben auch die Keywords, die wir extrahiert haben, noch in einen Zusammenhang stellt. Und das war jetzt alles sehr theoretisch und deswegen würde ich einfach mal kurz auch in das Dashboarding-Tool rüberspringen. Und zwar sehen wir hier auch tatsächlich die SAC und sehen auch tatsächlich verschiedene Visualisierungen, die wir genutzt haben. Es ist jetzt auch tatsächlich ein fester Snapshot, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie, also es sind alles echte Daten, aber ich habe die mir irgendwann mal runtergezogen und wir sehen hier zum Beispiel, dass insgesamt 11,11% der Fragen momentan noch keine Antwort bekommen hatten oder noch kein Comment, was zum Beispiel ein guter Indikator ist. Insgesamt zum Tag Data Intelligence kamen 459 Fragen auf und insgesamt hat das Verfahren, das wir angewendet haben, 1900 Keywords extrahiert. Und User haben mit Data Intelligence 83 verschiedene andere Tags verwendet. Und was für uns natürlich interessant ist, wenn wir im Produktmanagement sind, ist, wenn wir ein Produkt releasen, beziehungsweise einen Major Release haben, wie ist denn das Verhalten in der Community? Also gibt es dann Fragen, die häufiger aufkommen nach einem Release, was dann ein Indikator eventuell ist, dass es eine Funktionalität gibt, wo es eventuell nicht in der Dokumentation so gut erklärt ist, beziehungsweise auch ein sehr guter Indikator, ob dort zum Beispiel ein Fehler vorhanden ist, beziehungsweise dort auch die Dokumentation verbessert werden muss. Und dort sehen wir im Endeffekt ein Time Series, wo wir sehen, dass einmal wir die Frage haben und einmal hier die Anzahl der unbeantworteten Fragen und hier die vertikalen Linien geben für uns eben einfach den Indikator, dass wir hier ein DI-Release hatten. Und da sehen wir zum Beispiel hier in einem Tal im März gab es das DI-Release. Und dann kam es eben zu einem kleinen Aufschwung, wo es dann wieder runterging. Und man könnte jetzt sagen, dort im November, wo es jetzt ein anderes Release gab, gab es dann auch wieder einen kleinen Anstieg der jeweiligen Fragen. Was natürlich auch interessant ist, sind die Tags. Also das heißt zum Beispiel, welche Gruppen der User eben zu seiner Frage zugeordnet hat. Und dort hat er zum Beispiel die SAP HANA mit inkludiert, Big Data, Python, die SAP Cloud Appliance Library oder auch zum Beispiel das Tag Machine Learning. Und das ist natürlich auch ein Indikator, wo man sehen kann, was zum einen der User nutzt, aber zum anderen, wo auch ungefähr die Fragen aufkommen, die eben in der Community gestellt wurden. Und das Interessante dabei ist dann eben auch hier grundsätzlich die verschiedenen Keywords. Das bedeutet, wenn ich mir hier zum Beispiel die Keywords ansehe, natürlich ganz weit oben SAP, was auch nicht weiter verwunderlich ist, da das Produkt SAP Data Intelligence heißt und auch andere Produkte natürlich weiter genannt werden von der SAP. Docker ist ein Keyword, das auch sehr häufig genannt wird, genauso wie Azure oder Pipeline. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der auch für die größte Begeisterung immer in diesem Dashboard aufzeigt, und zwar dem sogenannten Netzwerk, das gebildet wurde aus den Keywords. Die Idee dahinter ist nämlich, dass wir die Keywords in Zusammenhang stellen. Das heißt, pro Frage extrahieren wir 5 Keywords und diese Keywords bilden eine Gruppe. Das bedeutet, diese Gruppe bilden jetzt eine Kante in diesem Netzwerk. Und das Schöne dabei ist, dass es jetzt nicht nur etwas, was so abläuft, sondern in der SAC mit der Custom-Visualisierung haben wir hier eben eine ganz dynamische Ansicht, die wir uns hier anschauen können. Und Sie sehen auch hier, es gibt verschiedene Farben, die hier eben gekennzeichnet wurden für die jeweiligen Keywords. Das ist, weil wir eben zur Laufzeit in der SAC, also das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, was vorher prozessiert wird oder nicht, sondern zur Laufzeit der SAC wird eben ein Clustering betrieben. Das bedeutet, wenn sich die Visualisierung erstellt wird, wird dort eben gesagt, in welcher Gruppe dieses Keyword gehört. Und hier haben wir dann eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel alle Keywords, die rund um das Thema Docker
zum Beispiel markieren. Das bedeutet, der Produktmanager kann jetzt hier hingehen, zum Beispiel reinzoomen und sagen, naja, was sind denn die Keywords, die zum Beispiel zum Docker eben immer wieder hochkommen. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel Created Docker. Das bedeutet, vermutlich wird alles oder werden einige Fragen eben zur Docker-Erstellung im Allgemeinen kommen. Und das bietet natürlich für den Einzelnen eine sehr große Virtualität. Man kann auch hier tatsächlich, wenn man irgendwie lustig ist, nochmal das Ganze verziehen. Aber das Schöne dabei ist natürlich, dass wir nicht an alle Fragen interessiert sind, sondern wir wollen natürlich auch nur bestimmte Fragen uns ansehen. Das bedeutet, ein User kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich bin nur interessiert für Fragen, die im Jahr 2020 sind. Und zum Beispiel möchte ich auch nur alle Keywords haben, die mit Python zu tun haben und gleichzeitig auch mit Docker, ja, weil das einfach meine Bereiche sind, wo ich tatsächlich grundlegend arbeite, was mein Hauptbereich ist und wo ich jetzt auch als User einfach am meisten zu tun habe. Und wenn Sie es eben auch hier sehen, wir hatten vorher eine sehr große Liste und das meinte ich eben mit dem dynamischen Berechnen des Clusters. Wir sehen hier verschiedene Netzwerkgrafen auf den gefilterten Keywords, die wir haben und jetzt dann eben auch angepasste Gruppen. Das bedeutet, die Struktur des Graphen ändert sich natürlich und innerhalb der SAC haben wir jetzt eben durch die Custom-Visualisierung die Möglichkeit, das Ganze dynamisch anzupassen. Und es gibt dann natürlich für den End-User, der in verschiedenen Themenbereichen im Produktmanagement arbeitet, bei dem großen Produkt Data Intelligence, immer wieder die Möglichkeit zu schauen, ob in einem bestimmten Bereich oder in einem bestimmten Zeitraum neue Fragen aufkamen mit neuen Keywords und wie diese Keywords im Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel, ob verschiedene Cloud-Provider verwendet werden oder ob es verschiedene Konnektivitäten gibt zwischen Docker und eben Python. Jetzt in dem Beispiel war es natürlich so, aber dort kann eben der Produktmanager auch nochmal sehen, in welche Richtung er schlussendlich gehen kann. Und grundsätzlich haben wir dann gedacht, naja, das kann eigentlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, weil wir eben gesagt haben, wir haben auch, was die Fragen angeht, noch manuellen Aufwand, nämlich die offenen Fragen an den jeweiligen Experten zu verschicken. Und das Ganze wurde vorher per E-Mail gemacht und dort musste jemand händisch hingehen und quasi diese Fragen erstmal heraussortieren. Und was wir auf dieser Struktur, die wir eben aufgebaut hatten, für uns intern gemacht haben, war, dass wir rumgegangen sind zu verschiedenen Experten in den Fachbereichen und gesagt haben, ob sie grundsätzlich eben auch da einverstanden sind, an diesem Programm teilzunehmen, um eine personalisierte E-Mail zu bekommen mit den Fragen, die für sie eben wichtig sind. Und wie haben wir das Ganze eben umgesetzt? Das haben wir eben dadurch umgesetzt, dass wir grundsätzlich uns zum einen angeschaut haben, welcher Autor, der eben auch vorher zugestimmt hat, dass man sich das anschaut, hat welche Frage beantwortet. Und wir haben zum anderen natürlich die Keywords zu einer Frage, die grundsätzlich auch dort jeweils zugeordnet sind. Und was wir dann eben machen aus den zwei unterschiedlichen Datensätzen, ist ein ganz einfacher Join, wo wir dann auch nochmal filtern zu den offenen Fragen, also dort, wo es noch keinen Kommentar und auch noch keine Antwort gab. Und dort haben wir dann geschaut, auch wieder mit dem Transformer Model, wie ähnlich sind denn die Keywords zu der offenen Frage von denen, die der Autor eben schon vorher beantwortet hat. Und was wir dann eben auch hatten, war, dass wir geschaut haben, wir kriegen einen Score, der zwischen 0 und 1 liegt und ein Score, der zum Beispiel bei einem Autor für eine Frage zum Beispiel über 0,35 liegt, der würde ihm dann eben zugeordnet werden. Und natürlich wird dann geschaut, der Autor, der die höchste Ähnlichkeit hat, weil er zum Beispiel alle Fragen schon Richtung Python beantwortet hat oder auch eben zu Docker, der würde dann eben diese Frage zugelost bekommen. Und er würde dann in einer E-Mail alle Fragen zugeordnet bekommen am Stichtag in einer Woche. Und dort würden eben dann auch die E-Mails quasi an die geeignete Person quasi versendet werden. Das lässt uns jetzt natürlich auch wieder zu der Situation über. Nicht alle Fragen sind eben für die Experten, die sich auch bereitgestellt haben, diese personalisierte E-Mail zu bekommen, tatsächlich auch relevant oder können nicht abgedeckt werden von diesem Threshold, den wir definiert haben. Und aus diesem Grund nutzen wir dann eben quasi eine Methode, wo wir dann sagen, alle Fragen, die eben keinen passenden Autor gefunden haben, gehen an eine generelle E-Mail-Liste, die quasi dann auch tatsächlich innerhalb von SAP an verschiedenen, die an
Data Intelligence Schulungen teilgenommen haben, die bekommen dann eben die jeweilige Frage eben auch zugeschickt und dadurch haben wir einen großen Bereich, den wir uns anschauen. Aber dort wollten wir natürlich auch nicht aufhören und wir haben auch dort verschiedene Sachen, die wir uns noch anschauen wollten, gerade zum Beispiel, ob die Fragen mit dem Blogpost zusammenpassen und inwieweit zum Beispiel auch die Tickets, die aufgemacht wurden, auch tatsächlich zu den Fragen, die in der Community kamen, eben auch tatsächlich passen würden. Und damit haben wir uns jetzt einen externen Use Case angesehen, wo wir Advanced Analytics eben auch umsetzen konnten, auch mit SAP-Lösungen. Und jetzt würde auch Laurin seinen Use Case, der eben aus dem internen Bereich kam, mit Advanced Analytics eben auch nochmal vorstellen. Vielen Dank, Martin. Ich hoffe, ich bin für alle im Saal zu hören. Genau, also die Infomotion hat im Zuge einer Kampagne der HR, die wir People Analytics genannt haben, uns Fragestellungen rund um die Mitarbeiter gestellt. Und eine davon war eben Mitarbeiterabwanderung bzw. Bindung von Mitarbeitern. Wir haben hier leicht zu beschaffende Faktoren schnell identifizieren können, die wir also schon bei uns in den Systemen vorliegen haben. Das ist zum anderen die Betriebszugehörigkeit oder eben in welchem Team oder bei uns eben Business Units die Mitarbeiter zugeordnet sind, wann die letzte Beförderung war oder das Gehalt. Das sind alles eben Faktoren, die man für Analysen leicht zu besorgen beschaffen kann. Darüber hinaus haben wir uns dann eben gefragt, was sind denn noch Daten, die wir vielleicht in unstrukturierten Formaten vielleicht finden können? Und eine davon war eben das Skillset der Mitarbeiter, aber auch eben die Skill-Erweiterung der Mitarbeiter und damit zusammenhängend auch die Projekteinsätze, die Mitarbeiter haben. Und eine Kernfrage, die sich damit beschäftigt, ist eben die Datafizierung, die eben quasi versucht, die reelle Welt in Daten zusammenzufassen. Und sowas wie Skills ist eben schwer in Daten zusammenzufassen. Wir in der Infomotion nutzen für unsere Kunden sogenannte Kompetenzprofile. Auf der nächsten Slide sehen wir also, wie diese Kompetenzen von unseren Mitarbeitern gepflegt werden. Wir wollen uns eben bei unseren Kunden bewerben und müssen daher immer mit aufführen, was wir schon alles in unseren Projekteinsätzen gelernt haben. Dafür haben wir diese Kompetenzprofile. Diese ganzen Kompetenzen wollen wir dann eben in eine Kompetenzmatrix überführen, um von dieser Matrix aus eben eine Analyse durchzuführen. Auf der nächsten Seite können wir erkennen, wie das Ganze recht leicht umgesetzt werden kann. Python ist so modular, dass man eben auch mit einem Python-Modul, das eben PowerPoint-Folien, weil eben unsere Kompetenzprofile als PowerPoint-Folien bei uns im System vorliegen, erfassen können. Dafür muss man im XML-Format die Folien letztendlich durchsuchen nach den Informationen, die wir haben wollen, nämlich den Kompetenzen, aber auch den Branchen, in denen die Kompetenzen erlangt wurden und weiteres. Diese Python-Skript kann man dann in viele Tools einfügen, in denen Python unterstützt wird. Wir haben das Ganze mit der Data Intelligence umgesetzt und dann auf der nächsten Seite sehen wir dann letztendlich, wie so eine Kompetenzmatrix aussieht. Also wir haben dann hier die Mitarbeiter aufgelistet mit einer Job Description und dann eben auch, aus welchen Industrien die Informationen kamen. Das Ganze können wir dann eben in eine Matrix überführen, die wir da unten sehen, wo wir dann ganz genau aufgelistet haben, welche Kompetenz eben in Spalten aufgelistet, erfüllt der Mitarbeiter schon. Und von dieser Matrix aus können wir dann letztendlich eine Analyse anstellen. Hier sind wir dann auf einige Probleme gestoßen. Das sehen wir auf der nächsten Folie, was für Fehleranfälligkeiten wir denn haben. Also zum einen müssen wir sicherstellen, dass wir einheitliche Profile haben. Das nimmt uns ein bisschen den Raum für die Individualität, damit da das ja eben auch Bewerbungsfolien quasi sind, mit denen wir uns bei den Kunden bewerben, will natürlich jeder Mitarbeiter auch ein bisschen individuelle Gestaltung damit hineinbringen. Wir haben jetzt letztendlich ein neues einheitliches Format entwickelt, sogenannte Exzellenz-CVs. Das hat diesen Use Case erheblich vereinfacht, weil vorher konnte man letztendlich schwierig in diesen statischen Folien
die Informationen herausnehmen, die wir haben wollen. Des Weiteren ist diese Kompetenzmatrix eher durch Hardcoding entstanden. Hier kann man eben aber auch mit Classification-KI im ähnlichen Sinne, wie Martin es gemacht hat, eben Keywords zusammenfügen und eben erkennen, welche Kompetenzen vielleicht doch im selben Spektrum miteinander zusammenspielen, und daraus kann man dann eben eine Begriffsordnung machen. Zuletzt kommen wir dann zur Kompetenzanalyse, die bei uns noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen haben wir hier das rotlich markiert. Von der Kompetenzanalyse kann man dann letztendlich die wahren Informationen rausholen. Ne? Dann kann man eben Zusammenhänge herstellen zwischen der Projektdauer und eben den Kompetenzen, die ein Mitarbeiter in diesem Projekt entwickelt hat, oder auch die Berufsbezeichnung, die ein Mitarbeiter hat und welche Kompetenzen er vielleicht mit dieser Berufsbezeichnung schon entwickelt hat, weil wir eben auch mit Consultants, Senior Consultants und Principal Consultants arbeiten in diesem Sinne. Auf der nächsten Seite sehen wir dann auch, was wir letztendlich noch insgesamt damit erreichen können. Wir wollen also eine gezielte Mitarbeiterentwicklung in unseren Kernkompetenzen erreichen. Das hilft uns eben auch, die Mitarbeiterabwanderung im Beratungsgeschäft zu minimieren und eben auch die Zusammenhänge zwischen Kompetenzentwicklung und Projektarbeit besser zu verstehen. Weil für uns ist das letztendlich nicht immer durchsichtig, welche Projekte zu welchen Kompetenzen führen. Genauso können wir damit dann auch feststellen, mit dieser großen Kompetenzmatrix, in welchen Kompetenzen wir denn vielleicht noch sogar einen Mangel haben und inwieweit Mitarbeiter in diese Kompetenzen hinein entwickelt werden können. Und ja, zum Schluss halt noch die kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung, weil man eben feststellen kann, auch mit der zeitlichen Komponente, die wir einbauen können, welche Mitarbeiter sich von welchen Kompetenzen zu welchen Kompetenzen hin entwickelt haben. Und somit kann man dann eben effektiv seine Mitarbeiter in eine gute Entwicklung hineinführen. Das zu unserem Use Case aus der Infomotion. Genau, von dem her sagen wir vielen Dank auch von unserer Seite. Und gerade wenn auch nochmal bei Ihnen Use Cases sind, beziehungsweise auch Fragen, die Sie gerne beantworten würden oder auch evaluieren würden, dann stehe ich und auch die Kollegen von der Infomotion eben am Advanced Analytics Infopoint eben zur Verfügung. Martin, Laurin, vielen, vielen Dank erstmal. Sehr, sehr plastisch, sehr, sehr konkret. Und ich darf Ihnen zusichern, der Laurin, der ist nicht in Sevilla aktuell, der hat einen lang geplanten Urlaub und wählt sich aus Kroatien, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, ein. Aber das funktioniert ja heutzutage auch. Das heißt, die Remote-Welt, davon profitieren wir auch ungemein. Haben Sie erstmal Fragen? Use Cases. So, jetzt hat der Laurin Ihnen ja ein Case bei der Infomotion vorgestellt und wir verlieren Mitarbeiter, wir stellen mehr ein. Im Beratungsmarkt hatten wir eine Mitarbeiterfluktuation von etwa 10-11%, sagt der Verband. Wir stehen bei 7% Fluktuation und sind sehr happy darüber, das heißt, das Entwickeln der Mitarbeiter, das Wohlbefinden unserer Kollegen ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich biete es einfach mal an dieser Stelle. Das erste Unternehmen, das sich bei mir persönlich entweder hier im Chat oder hier vor Ort meldet, Ihnen bieten wir an, so ein POC zum Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung mit Data Intelligence für Sie kostenlos durchzuführen, eine kleine Werbeeinheit. Da sind wir gerne bereit zu investieren, aber wir haben ja gestern und heute verstanden, kompetente Fachkräfte und Mitarbeiterbindung ist doch ein großes Thema für viele von Ihnen. Martin, was mir bei eurem Case eingefallen ist, das eine ist, was wir durch Advanced Analysis, was wir durch die Lösung schaffen, ist ja die automatische Zuordnung der Anfragen zu dem bestmöglichen Experten, der auch darauf antworten kann. Aber was macht ihr denn, um zum Beispiel die Anfragen gar nicht generieren zu lassen damit? Ja, also es ist natürlich so, dass gerade wenn eine Frage aufkommt, das natürlich auch immer ein Signal ist, dass irgendwas bedeutet, naja, da ist vielleicht etwas nicht gut dokumentiert, beziehungsweise die Fehlermessage, die jemand bekommt, ist eben auch nicht klar. Und das sind natürlich auch, und das
grundsätzlich die Idee, dass man solche Dinge wie das, was man vorher einzeln betrachtet hat, eben in einen größeren Zusammenhang stellt, um eben klar zu sagen, wie können wir dem Endanwender für das Produkt grundsätzlich auch den Weg zur Lösung verbessern, sodass er eben nicht mehr in die Situation kommt, dass er quasi auch innerhalb der Community die Frage stellen muss, weil das natürlich eigentlich immer ein Indikator ist, dass er zumindest ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter weiß. Und das ist grundsätzlich die Idee davon und war auch tatsächlich die Idee, dass wir das sowas mal grundsätzlich analysieren und schauen, wo genau in welchem Themenbereich dort eben auch Fragen in der Community aufkommen. Also Nutzung von Textanalysen, um Aufwände, also einmal zu automatisieren, dann die Arbeit, die Prozessschritte, aber dann insgesamt auch zu reduzieren, weil sie gar nicht entstehen, wenn man proaktiv da ein Augenmerk drauf legt. Dann ist mein Vorschlag, vielen Dank nochmal genau Martin, so Jansen, der Laurin, für dich habe ich leider kein Geschenk vorbereitet, aber Martin, herzlichen Dank nochmal für deine Unterstützung. Laurin, intern dürfen wir nicht. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann pünktlich um 15.45 Uhr uns wieder treffen zu dem letzten Block. Noch zwei super spannende Themen. Jetzt haben wir viel über Architekturszenarien auch gesprochen, über Analytics-Planung mit dem ersten Slot von Paul Münch. Welche Möglichkeiten haben Sie schon im Kontext Analytics, wenn Sie es embedded betrachten? Das heißt, wir wissen ja, SAP, da wächst ja operative und dispositive Welt stärker zusammen. Und zum Abschluss dann auch nochmal, wie können Sie die Investitionen, die Sie in BW getätigt haben, in der Data Warehouse Cloud, zum Beispiel in Form der BW Bridge, weiter nutzen. Gute Gespräche Ihnen noch und wir treffen uns um 15.45 Uhr wieder hier. Danke Ihnen.